So, ich bin weitergegangen in die Ausstellung für buddhistische Kunst. Ist ein bisschen schwer, hier ein ganzes Bild hinzukriegen, weil man sonst so eine böse Reflexion dabei hat. Deswegen zeige ich euch erstmal den Kopf. Das ist eine Darstellung eines Bodhisattva. Wir sehen das an dem Schmuck, den er trägt. Er trägt eine Krone, er trägt eine Perlenhalskette, er trägt eine Kette um die Brust, wo auch wie soll man das sagen? Also so was Baumelndes angebracht ist. Die Kette um den Hals besteht aus Perlen scheinbar. Und ist ganz lang, streckt sich über den ganzen Körper bis knapp unterhalb der Knie. Er trägt diesen typischen Schal, der ja für die indische Kleidung typisch war. Außerdem sieht man oben einen Nimbus, der den Kopf einschließt, ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Er ist nicht rund in dem Sinne, sondern er läuft plastisch nach vorne spitz zu. Überragt also den Kopf ein wenig, aber an den Seiten geht er dann leicht zurück. Er ist gestaltet in einem floralen Dekor, würde ich sagen. Es sieht aus wie eine Art von Ranke, die sich von seinen Schultern erstreckt und dann oben über seinem Kopf zusammenläuft. Ich gehe noch mal runter. Er steht auf einem Sockel, der von zwei liegenden Löwen bewacht wird. Und dieser Sockel zeigt ein Lotusblattdekor, ist also ein Lotussockel. Und darunter ist noch eine Schmuckleiste angebracht, in denen drei Buddha-Figuren in Meditationshaltung zu sehen sind. Ich nehme noch mal so ein bisschen mehr Abstand, aber ich glaube, das wird nichts wegen der Reflexion. Gut. Wie man sehen kann, hält er in der linken Hand eine Wasserflasche. Das heißt, wir können diesen Bodhisattva auch wieder eindeutig identifizieren. Es handelt sich dabei um Avalokiteshvara. Insgesamt kann man sagen, dass er sehr schlank gebaut ist. Er stammt aus der nördlichen Zhou-Dynastie und es war ja die Zeit in der China nicht geeint war, sondern der es halt im Norden immer verschiedene recht kurzlebige Dynastien gab, die meistens nicht von Chinesen getragen oder gegründet wurden, sondern von lokalen Stämmen oder Völkern. Und für deren Kunst war es kennzeichnend, dass die Figuren meistens sehr schlank und zart dargestellt wurden. Diese Darstellung eines Bodhisattva stammt aus der Sui-Zeit. Da wurden die Reiche von den Sui wieder geeint. Die Dynastie selber war sehr kurzlebig, hatte nur zwei Kaiser, ist aber trotzdem eine der in Anführungsstrichen großen chinesischen Dynastien, weil sie halt die Reichseinigung geschaffen hat. Kurz danach schloss sich ja die Tang-Dynastie an. Die ja quasi die ja bekanntlich eine Zeit der kulturellen und wirtschaftlichen Blüte war. In der Sui-Zeit setzte sich aber dieser in Anführungsstrichen Barbarenstil noch etwas fort und entsprechend sind die Darstellungen von Buddhas und Bodhisattvas zu der Zeit auch meistens noch sehr schlank und sehr zart. Hier steht zwar nicht auf dem Schild, welcher Bodhisattva es ist, aber er scheint mir diesmal in der rechten Hand, also von uns aus gesehen links, auch wieder eine Flasche zu tragen. Es scheint also auch wieder ein Avalokiteshvara zu sein. Auffällig ist hier, dass ein Schönheitsideal aus der
indischen Kunst wieder auftaucht, was wir jetzt beim ersten Avalokiteshvara nicht gesehen haben. Und zwar sind das die beiden Knicke im Körper. Das ist nämlich einmal am Hals und einmal an der Taille. Das empfand man in der indischen Kunst als sehr ästhetisch, um eine Figurendarstellung oder Menschendarstellung möglichst lebensecht aussehen zu lassen, dass es halt zwei Knicke im Körper gab, so dass die entsprechenden Körperpartien dann in drei leicht unterschiedliche Richtungen zeigten. Das sollte halt eine gewisse Dynamik oder ein gewisses Leben andeuten. Auch dies ist Avalokiteshvara. Er wird nicht immer mit der Wasserflasche dargestellt. Avalokiteshvara ist ja einer der Bodhisattvas. Also erstens mal ist er der, der sich eindeutig der größten Beliebtheit erfreut. Und er ist auch, glaube ich, der, der in den meisten Formen auftreten kann. Es gibt, glaube ich, bis zu 32 verschiedene Gestalten, in denen dieser Bodhisattva auftreten kann. Und teilweise wird er auch weiblich dargestellt. Dies hier ist der sogenannte Wasser- und Mond-Avalokiteshvara. Man muss sich vorstellen, dass er am Rand eines Teiches sitzt, in entspannter Haltung. Das nennt sich Rajalilasana. Das ist die entspannte Haltung eines Prinzen. Und damit schaut er sich die Reflexion des Mondes auf der Wasseroberfläche an und sinnt über die Welt nach. Das ist eine Bronzefigur aus der Tang-Zeit. Links daneben finden wir eine Darstellung des Shakyamuni-Buddha, der sitzt mit seiner linken Hand die Bhumisvarsha-Mudra macht, also die Geste der Erdberührung, und mit seiner rechten Hand, die leider abgebrochen ist, das passiert leider öfters mal, hat er wahrscheinlich die Abhaya-Mudra gezeigt, also die Geste der Furchtlosigkeit. Hier zeigt sich auch diese typische Tendenz im Tang-Stil, die Figuren allesamt etwas üppiger und fülliger aussehen zu lassen. Also damals stand man wohl auf etwas speckigere Charaktere. Während im, ich sag mal, gewöhnlichen Mahayana-Buddhismus die Bodhisattva relativ viele Aufgaben übernehmen, kommen im tibetischen Buddhismus oder im tantrischen Buddhismus auch noch eine große Reihe von irgendwelchen dämonischen Wächtern oder Aufpassern hinzu, die auch für verschiedene Bereiche des Lebens oder für die Verteidigung der Lehre zuständig sind. Und besonders für den, für den tibetischen Buddhismus ist auch die Darstellung von männlichen und weiblichen Prinzipien in einer Figur, allerdings als zwei miteinander interagierende Figürchen innerhalb einer Darstellung. Hier sehen wir mit dem Rücken uns zugewandt eine Frau und mit dem Gesicht uns zugewandt einen Mann. Das scheint ein solches Pärchen zu sein. Das nennt man auf Tibetisch, glaube ich, Yabyum, also Darstellung von männlichem und weiblichem Prinzip. Die werden meistens in eng umschlungener Liebespose oder in sexueller Interaktion gezeigt. Und da es übernatürliche Wesen sind, können die auch des Öfteren mehrere Köpfe oder mehrere Arme haben. Hier haben wir zum Beispiel eine Vielzahl von Armen. Und da die halt, wie gesagt, zur Verteidigung der, für die Verteidigung der Lehre oder zum Schutz der Lehre existieren, sind die mit allen möglichen Waffen ausgestattet, aber auch mit Medizindöschen oder mit Musikinstrumenten. Der hier trägt zum Beispiel ganz unten links ein Vajra und von uns aus gesehen rechts am Körper entlang so eine Art Keule oder Kampfstab. Und die mittlere Hand auf der linken Seite trägt ein Döschen, das ich als Medizindöschen interpretieren würde.
kenne mich damit ehrlich gesagt nicht so aus, deswegen kann ich euch darüber nicht mehr erzählen. So, mittlerweile sind wir in die Teamzeit vorangeschritten. Normalerweise zeige ich euch, auch wenn ich euch eigentlich alles zeigen möchte, so späte Dinge nicht, weil sie mich ehrlich gesagt nicht so interessieren. Aber nichtsdestotrotz, diesen bronzenen Buddha mit teilweise vergoldeten Elementen wollte ich euch nicht vorenthalten. Das Interessante ist, dass, obwohl es sich hierbei um eine Buddha-Darstellung handelt, dass sie sehr stark geschmückt ist. Also sie verfügt über die wichtigen Lakshana, also die Charakteristika, die ein Buddha haben sollte. Er hatte eine Ushmisha, also diese Kopfauswölbung, die abgebrochen ist. Er hat eine Urna, also dieser Punkt zwischen den Augenbrauen vorne. Er hat die langen Ohrläppchen. Das sind ja typische Charakteristika der Darstellung des Buddha. Allerdings hat er auch lange Haare, die ihm hier über die Schultern fallen. Und ist, wie gesagt, sehr stark geschmückt. Auf seiner linken Körperseite, von uns aus gesehen rechts, ist sogar noch ein Ohrring vorhanden. Ansonsten trägt er ein Collier und verschiedene Ketten, die ihm teilweise bis auf den Bauch hinabreichen. Der Oberkörper ist allgemein unbekleidet, bis auf den Schmuck und den Schal, den er trägt, der ihm hier um die Arme hängt. Die Mudra, die er zeigt, ist die Dharma Chakra Pravartana Mudra, also die Handgeste zum Ingangsetzen des Rades der Lehre. Also er lehrt hier gerade und erklärt hier gerade. Sein Unterkörper ist bekleidet. Er sitzt im Padmasana, also im Lotussitz, auf einem Lotusthron. Die Kleidung seiner Beine und seines Unterkörpers ist im Stil des nassen Gewandes gearbeitet. Es liegt also alles sehr eng und dicht am Körper an, als wenn er wirklich einen nassen Umhang trüge.